erkennen! Ich weiß, ihr könnt mich hören! Du überstrapazierst meine Geduldszeit! Sitzen deine Ketten zu fest? Was ist das für ein Ding? Sitzt mein Tentakel zu fest? Den hebe ich mir für besondere Gelegenheiten auf. Ja! Faszinierend. Zinch ist schwach und Heckel verachtet euch. Ich bin der Einzige, auf den ihr euch verlassen könnt. Wie würdest du mir die Energems beschaffen? Holt Professor Strickler rein. Zeit für einen unangekündigten Test. Wer wird sich die Energems holen? Du wirst das tun. Zeig es ihm. 1+. Unsere heutige Lektion, der Transferradierer. Was willst du damit tun? Die Rangers einfach wegrubbeln? Hättest du deine Hausaufgaben gemacht, wüsstest du, dass er Körper vertauscht. Sieh zu und lerne. Was? Ich bin im Körper eines Mimikstalls! Poisandra hat bereits versucht, Körper zu tauschen. Aber sie hat nicht die Rangers selbst vertauscht. So werden wir sie auslöschen. Ja, vertauschte Rangers wären verwirrt. Wir könnten sie im Handumdrehen zerquetschen. Lass dir zur Hilfe ein paar Monster reanimieren. Bring mir diese Energem. Ja, Sir! Du etwas sehen? Ich glaube, ich habe gegessen schlechten Bronto-Burger. Nichts. Oh, entschuldigt, hätte mehr Gucklöcher machen sollen. Ah. Wird dieser Graffiti-Künstler denn überhaupt auftauchen? Na, er hatte das Museum an 3 Freitagen in Folge im Visier, also stehen die Chancen gut, dass er es wieder tut. Mhm. Oh, stinkt das entsetzlich! Mir brennen die Augen! Psst, Leute, ich glaube, er ist da. Das reicht! Ich brauche Luft! Stopp! Schluss mit dem Graffiti-Sprühen, Kumpel! Oh, 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 nur die Zeig Ruhe! Dein Gesicht, Vandale! Was? Du bist ich? Oh, wahrhaftig! Oh. Verblüffend. Ja, du meinst gruselig. Als wären wir verwandt oder so. Verwandt? Mit dir? Ich glaube kaum. Ich bin nobler Abstammung. Kommst du aus Zender rein zufällig? Ich komme nicht nur aus Zender. Mein Ur-Ur-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Opi war sowas wie ein Ritter aus Zender. Ja je. Gütiger, dann bist du mein... Cousin, das muss es sein. Ihr beide seid verloren geglaubte Cousins. Nein, Kendall, was Ivan sagen will, ist, dass sein Urenkel... Wie ist dein Name? Ich bin Zack. Nun, Zack, bring das in Ordnung, dann halten wir deine Eltern raus. Warum? Ist doch ziemlich gut geworden. Okay, na schön. Ich kümmere mich um diesen Schurken, Lady Morgan. Fang schon an, Cousin. Reanimiert zu werden ist ein Traum. Eine ganz neue Spielwende. Snide, ich denke auch, dein Plan hat Potenzial. Aber was gewinnst du dabei? Doomwing und Zenowing wurden aufgesplittet. Ich will, dass ihr auch Heckel und mich trennt. Ich verspreche euch, ich unterstelle euch all meine Kraft. Interessant. Aber was ist mit Heckel? Ich zerstöre ihn für euch als kleines Geschenk. Wrench, seht nach, ob du die Split Emitter der Rangers im Wald findest. Ja, Sir. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Endlich werde ich von Heckel befreit sein. Verdammtes Arsch! Du würdest für Arkanon arbeiten? Er hat unseren Planeten zerstört. Mir hat dein kostbarer Sentai 6 niemals etwas bedeutet. Ich tue, was das Beste für mich ist. Du weißt, was mit Verrätern passiert. Gegen meine Kraft hast du keine Chance. Mir scheint, du hast etwas übersehen. Ja, genau da.
wie läuft's denn? Oh, er hat bei der Entfernung deutlich weniger Spaß als beim Aufsprühen. Ach, naja, ich hab was zu trinken. Ja, danke, ich bin ausgedörrt. Hier, für dich, Zack. Oh. Du hilfst ihm noch? Ach, komm schon, mach dich locker, Ives. Jeder macht mal einen Fehler. Limone mag ich am liebsten. Oh gut, ich auch. Weißt du, so ein Bild macht echt Arbeit. Ja, das weiß ich. Habe ich die letzten 3 Freitage auch gemerkt. Oh, naja, das tut mir echt leid. Ist aber auch echt eine Schande. Ein paar deiner Sachen sind echt abgefahren. Oh, danke. Ja, ich übe echt viel. Ja, indem du die Häuser anderer Leute vollkritzelst. Das ist kein Gekritzel. Sondern Kunst. Oh, meine Lieblingsweste! Total hinüber! Oh. Hey, yo, das ist kein Gekritzel, sondern Kunst. Das hätte ich nicht sagen sollen, aber jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, wenn etwas, das man wirklich mag, von einer Ladung Farbe ruiniert wird. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Schön, du kannst dich jetzt frisch machen, wenn du das fertig kriegst. Einverstanden? Ja, okay. Super. Keine Ahnung. Wow, Kotpommes. Hey. Also, was hast du gut gemacht, Zack? So gut wie neu. Danke. Ja, Leute, tut mir echt leid. Mir war nie klar, wie viel Arbeit das macht. Aber ich verspreche es, nicht wieder zu tun. Nirgendwo. Das freut mich zu hören. Dann bleibt dir nur noch eine Lektion zu lernen. Oh, Mann. Nicht, oh, Mann, Freundchen. Du, mein Junge, lernst jetzt etwas über wahres Kunstgeschick bei einem Experten. Mir. Ah, ergötze deine Augen an dem Anblick dieses Bildes eines Ritters von Zendar. Das Schattenspiel, das Licht. Wenn dich das nicht inspirieren kann, dann weiß ich nicht, was sonst. Nein, das ist irgendwie interessant. Ja. Wie wär's? Posierst du für mich? Musik in meinen Ohren. Okay, das war's. Ist fertig. Jetzt schon? Was sagst du? Was? Das sieht doch aus wie ein Hofnarr. Und was sind das für Farben und Proportionen? Das ist keine Kunst. Das ist aber nur deine Ansicht, Mann. Hey, Ivan. Es gibt Ärger. Ivan, komm schon. Ja. Ich greif zuerst an! Ich bin der Lehrer, ich mache das! Entscheidet euch endlich, da kommen die Rangers! Das sind Gameface und Nightmare! Und eine wandelnde Schultafel! Tausch ihre Körper! Verstanden, Pauker! Die Nächsten! Oh nein! Ich bin in Shelbys Körper? Und ich bin in Tylers Körper? Ich in Chase Körper bin? Ich bin in Codas Körper? Das ist oh nein! Oh. Oh. Sowas von gar nicht abgefahren. Die Körper getauscht. Willkommen in der Schule der harten Schläge! Wir haben drauf! Dino-Stahl-Modus! Panzer-Upgrade! Verschmiert. Oh Mann, ich bin Shelbys Waffe nicht gewohnt. Oh nein, komm schon, Triceratobora. Das fühlt sich so wenn seltsam mir erlaubt, an. Mach ich es schlimmer. Oh, Parachopper wird nicht geworfen. Für dich ist das Spiel aus. Denk nicht mal dran, du Kotgesicht. Keine Sorge, Chase. Dein Körper nur ein paar Kratzer hat. Danke. Ja. Oder? Sie sind völlig verwirrt. Machen wir sie fertig. Hier lang, komm schon. Wir sind da. Pass auf! Zu spät. Wir haben die Körper getauscht.
Das ist doch unmöglich. Nun, ich würde sagen, es ist möglich, aber wir müssen weiterkämpfen. Es ist Zeit zu morphen, Dino Charger! Dino-Säbel, Powerschlag! Endlich kann ich das ausprobieren! Blitzangriff! Das sind der gute Schwertkämpfer. Gut gemacht! Wahnsinn! Sogar mit vertauschten Körpern sind sie zu stark! Kommt schon, lasst uns hier verschwinden! Der Unterricht ist beendet! Verflucht, sie sind entkommen! Und jetzt checken wir am Körper des anderen fest. Shelby, komm einfach raus. Es ist bestimmt nicht so schlimm. Wir teilen alle das gleiche Schicksal, Milady. Meine Sachen passen hier alle nicht. Das ist ein absoluter Albtraum. Meine sitzen etwas locker, aber hey, ist doch nicht so wild. Keine Sorge, Shelby, wir kriegen das wieder hin. Glaube ich. Hey, schau dir mich an, Chase. Wow, mach langsam, Kumpel. Ich habe hart für den Körper trainiert. Hey, Leute. Ich hab den Müll rausgebracht und das hier gefunden. Ah ja, Riley. Das ist des jungen Zacks Werk. Wahrlich grauenhaft, will ich meinen. Der Ritter von Zender auf einem Motorrad? Das ist echt abgefahren. Eher talentiert. Wie Höhlenmalen, aber viel besser. Ah. Und was hatte es dann im Müll zu suchen? Kannst du das nicht sehen? Das Schattenspiel, die Farbpalette, da stimmt nichts. Ivan, denk einen Moment nach. Selbst wenn du Zacks Kunst nicht genießen kannst, bedeutet das nicht, dass sie nichts taugt. Ich will doch nur, dass Zack ein großer Künstler wird. Vielleicht ist er das schon. Dir ist es nur noch nicht klar geworden. Da magst du recht haben, gefiederter Freund. Nun denn, ich muss jetzt gehen und meinen Ur-Ur und so weiter und so fort Enkel finden. Ah, sei gegrüßt, Sir Zack. Ich meine... Hey, Mann, was dagegen, wenn ich mich hier hinsetze? Was ist mit deiner Stimme los? Bin etwas erkältet. Was besorgt dich? Was ist los, Alter? Es geht um diesen Ivan. Er gibt mir keine Chance. Ich hatte noch nie einen Cousin und hatte echt gehofft, wir könnten Freunde sein. Aber er scheint alles zu hassen, was ich tue. Zack, stell dir vor, du wärst mit Erdbeersmoothies aufgewachsen. Jeden Tag Erdbeer, Erdbeer, Erdbeer. Und eines Tages, völlig aus dem Nichts, gibt dir jemand einen Limetten-Smoothie. Und zuerst, wenn du den Smoothie probierst, meinst du, das ist furchtbar. Aber nach einer Weile wird dir klar, dass Limette gar nicht schlecht ist. Einfach nur anders. Also... Meine Kunst ist Limette, aber Ivan steht nur auf Erdbeer. Klar, nette Geschichte, aber Ivan wird meine Arbeit nie mögen. Gib ihm eine Chance, Zack. Er will dir wirklich nur helfen. Wir sehen uns später, okay? Okay. In Runde 1 haben wir die Dinge vertauscht. Wartet, bis ihr Runde 2 seht. Herausforderung angenommen. Welcher Ranger ist nochmal welcher? Ha! Tyler! Power Ranger! Rot! Chase! Power Ranger! Schwarz! Coda! Power Ranger! Blau! Riley! Power Ranger! Grün! Shelby! Power Ranger, pink! Ivan, Power Ranger, gold! Zum Kampf bereit, jetzt ist Dino-Zeit! Power Rangers, Dino-Super!
Habt ihr es jetzt kapiert? Dann ist es Zeit, nochmal zu tauschen. Schon wieder? Nein. Oh Mann. Ich habe meine Aufgabe erledigt, Professor. Eins plus. Jetzt lasst sie uns auslöschen. Jetzt lasst sie uns auslöschen! Leute, wir nehmen den Dino-Stahl-Modus! Dino-Stahl-Modus! Oh, er hat unsere Körper vertauscht, damit wir die Waffen tauschen müssen! Nimm die! Klasse Idee, Tyler! Hier, fang ein! Ergebenen Dank, Shelby! Für dich, Sokola! Chase, fang! Hier ist ein T-Rex-Smasher, Tyler! Abgefahren! Jetzt werden diese Schafe geschoren! Umgekehrt! Allerdings, jetzt haben wir uns! Ich kriege dich zuerst! Entfessle die Power! Wow, er ist stark! Vertausch uns, Nightmare! Terra-Dira! Die Titanopower gehört mir! Was? Sie haben die Körper getauscht! Dafür werdet ihr Fieslinge bezahlen! Wir bringen das in Ordnung, Zenowing. Hab dich! Jetzt, Tyler! Zeit, diesen Radierer auszuradieren! T-Rex-Schmetterschlag! Na endlich! Der Bann ist gebrochen! Abgefahren! Wir haben unsere Körper zurück! Ja. Monsterkörper auf Das ist Nightmare, Professor! Es ist Zeit, sie für immer auszuradieren! Bring ihnen Respekt bei, Professor! Silberprisma, Schlag! Titanosäbel, finaler Schlag! Der Unterricht fällt aus! Professor Strangler! No! Dino Charger, aktivieren! Aktivieren! Ha! T-Rex Supercharge bereit! Bereit! Zum Kampf bereit! Es ist Dino-Zeit! Fusionieren! Dino Charger, aktivieren! Oh nein! T-Rex Supercharge, Victory Maximum, finaler Schlag! Ja! Hurra! Nutzloses Gehirn, feuert den Magna-Strahl ab! Zurück auf die Schulbank, Rangers! Na los, Leute! Beschwören der Sors! Dino Charger, aktivieren! Aktiviere Dino Charge Ultrasort! Sort fusionieren! Dino Charge Ultrasort, bereit! Dino Charger, bereit! Dino Super Drive Charger, aktiviert! Dino Super Drive, aktiviert! Stampfen wir diese Halunken in den Boden. Die entsetzlichen drei werden gleich eine echte Nullnummer. Du kannst es schaffen. Ich habe dich gut unterrichtet. Verlier nur nicht den Kopf. Bereit machen. Zeit, dass wir ihnen eine Lektion erteilen. Titanokanone. Kanonenschild öffnen! Dino Superdrive Säbel aktivieren! Dino Charger aktiviert! Dino Superdrive Säbel! Titano Kanone! Finaler Schlag! Die Schule ist aus! Ja! Dein Plan, die Körper der Rangers zu vertauschen, war ein völliger Reinfall. Dich und Heckel auseinanderzusplitten, sollte sich besser auszahlen. Sonst werde ich dich vernichten. Ihr hattet recht, Lord Arcanon. Die Split-Emitter waren im Wald. Junge, würden die Rangers mit den Zähnen knirschen, wenn sie wüssten, dass ich sie wieder zum Laufen gebracht habe. Fang an. Also das könnte etwas kitzeln.
Es funktioniert! Es funktioniert! Ergreift, Hacke! Der trächtige Drecksack von Verrätern! Ohne mich bist du gar nichts! Ihr werdet alle bezahlen! Genieß die Einzelzelle! Wow! Oh, ist der groß! Sehr. Und ein Bronto-Burger. Guten Appetit! Also, ist doch schön, wieder in seine Sachen zu passen. Machst du Witze? Die sind alle ausgeleiert! Diese Monster schulden mir einen neuen Hoodie! Danke für deine Zustimmung zu diesem Treffen, Cousin. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Du hast wahrhaft Talent. Das erkenne ich jetzt. Aber das habe ich doch weggeworfen. Edle Kunst gehört nicht in den Abfall. Hier die Limetten-Smoothies für euch, Ivan. Ah, herzlichsten Dank, Coda. Limette mag ich am liebsten. Ich dachte mir, Limette ist auch mal ein Versuch wert. Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Kopf fühlt sich an wie ein Eiszapfen. Ich glaube, Ivan hat den Hirnfrost.